Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und zuletzt entstand der Mensch. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir jetzt auch so einen Blätterrock angezogen. Man kann das ja auch in den Bisasam-Videos ja erkennen, die ich ja verlinkt habe, hier in meinem Kanal. Die gezähmte Mole Rat ist hier. Ich brauche noch unbedingt Ressourcen. Eine Baracke habe ich hier auch schon gebaut. Die kann ich mit Numpad 4 sozusagen nochmal transportieren, weil ich finde, die steht nicht so toll. Ich werde sie mal ein bisschen drehen und zwar möchte ich die Öffnung ganz gerne auf dieser Seite haben. Dann gehe ich ein bisschen weiter daneben und gucke mal nicht, dass sie hier klippt. In den Felsen klippt, ja nicht so ganz. Ja, dann ist ja gut. Nochmal Numpad 4, dann wird die abgesetzt. Die Holzbaracke und alles ist gut. Raus aus dem Inventar. Ja, das habe ich gemacht, damit man es besser übersehen kann. Jetzt möchte ich ganz gerne da drin ein Bett bauen. Wenn ich nämlich auf meinen gesunden Menschenstand gehe und ich gucke mir mal Bett bauen an, da gibt es nämlich verschiedene Betten. Wir gehen auf Arbeitseinrichtung oder Möbel einbauen. Dann gehen wir auf Betten, Matten, etc. Dann gibt es hier als primitivstes das Kastenbett mit Heufüllung. Was brauchen wir denn eigentlich dafür? Wir brauchen 10 mal Holz, 5 mal Heu. Ja, also Holz habe ich jede Menge, 5 mal Heu habe ich nicht. Wie kriegen wir denn Heu jetzt her? Das ist auch die große, große Frage. Das geht ganz einfach und zwar ganz viel hier wieder zurückgehen. Ist ein bisschen lang, aber es ist sehr viel wieder dazugekommen, liebe Leute. Und zwar gehe ich auch wieder hier hin, benutze meinen gesunden Menschenverstand und kann unter dem Punkt Gras sammeln und hier zum Trocknen aufschütten. Machen wir gleich mal einen großen Haufen hin. Hier. Hilfe, das hat natürlich sehr viel gekostet. Sehr viel an Kraft. Deswegen gehen wir mal ein bisschen schlafen. Mal ein bisschen Sonnenaufgang. Dann werden wir mal sicherheitshalber nochmal einen Heuhaufen ansammeln. Das ist ganz wichtig. Denke ich mal, weil wir brauchen ein bisschen mehr Heu. So, wunderbar. Und dann warten wir 5 Tage, bis der Heuhaufen trocken ist. Und dann wird hier in meiner kleinen lustigen Baracke, ja mehr konnte ich noch nicht machen, hier noch ein Bett reingetan. Wenn es denn klappt. Habe ich schon mal ein paar Tage geschlafen, also 5 Tage für den ersten Heuballen oder für den ersten Heuhaufen und ich muss noch einen Tag für den zweiten Grashaufen schlafen, damit er ausgetrocknet ist. Jetzt sieht das natürlich hier von der Anordnung anders aus. Das ist passiert, als ich unten an der Quelle war. Ich kann jetzt nochmal hier unten hingehen. Ich möchte es aber nicht nochmal demonstrieren. Ich war nämlich zu nah im Wasser, sodass er sich während des Schlafens ins Wasser hingelegt hat und dann kam unten plötzlich kein Menü mehr. Er blieb einfach liegen und das ist mir mal passiert. Also aufpassen, nicht im Wasser schlafen. Vielleicht ist das irgendwie so eine versteckte Ertrinkungsgeschichte. Man weiß es nicht. Egal, darauf wollte ich nur hinweisen. Jetzt gucken wir mal hier eben. Heu, Heu, oh Heu. Nochmal 3 Portionen Heu erhalten. Klasse, haben wir gemacht. Und jetzt gehen wir nochmal hier kurz zu unserer Baracke hin und werden unseren gesunden Menschenverstand nehmen. Zelthütte bauen und zwar Arbeitseinrichtungen, Betten, Matten, Schuidu und Kastenbett. So, mal gucken, ob ich, also habe ich 10 Holz eingepackt? Du bist zu wenig hungrig. Nee, ich bin zu hungrig. Warum das jetzt hier so rechts im Inventar nicht so gerade angezeigt wird, weiß ich jetzt nicht. Jetzt müsste es aber klappen. Jawohl, da ist es. Hier ist es. Oh, schön. Jetzt muss ich es natürlich noch ein bisschen positionieren. Es sind so viele Equipments dazugekommen, mache ich mit Numpad 4. So viele Equipments dazugekommen, dass man quasi, dass das hier quasi wie so eine Art Spacer ist. Warte mal, erstmal gucken, ob ich hier nee, das geht so nicht. Oh, ich hätte ganz gerne das Kopfende woanders, und zwar zur Wand hin. Da müsste ich dann rückwärts gehen, aber was soll's.
Also positioniere ich das Bett noch ein bisschen hier. Na, das klippt ein bisschen. Dann gehen wir ein bisschen zurück, damit wir. Ja, so ist gut. Numpad 4 drücken, absetzen. Herrlich. Das auch. Und jetzt probieren wir es mal gleich aus. Ist wahrscheinlich zu weit entfernt. Jawohl. Okay. Legen wir uns mal lecker schlafen. Bis Sonnenaufgang schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Ha. Somit haben wir jetzt auch endlich mal ein Bett gebaut. Ah, da hinten stehen noch Palme und ein Baum. Möchte ich ganz gerne noch fällen. Ups, jetzt hängt er da drinne. Mal gucken, klappt das? Okay, klappt. Wunderbar. Und das Ganze machen wir mit der Palme hier. Die ist da oben bezeichnet. Die bleibt dann unten und irgendwann, ja, okay, flutscht sie weg. Aber aufpassen, dass es hier gehighlightet ist. Auch die Palme nochmal. Versuchen wir das nochmal. Ich gehe mal hier auf die Seite hin und gucke mal. Die Palme ist jetzt gehighlightet und Action. Oh, was jetzt? Okay, könnte das klappen? Nein, auch da leider nicht. Dann werde ich mich mal kurz hier rausballern. Okay. Gut. Ist nicht Marvin-Modus. Da gibt es einen Klammertrick, Klammertastentrick. Gut, lassen wir die Palme jetzt mal stehen. Da ich ja hier nicht wegkomme, das heißt also hier über diesen Rand hinaus, ich könnte zwar hier ins Wasser schwimmen und darüber gehen, aber da komme ich dann auch nicht mehr hoch. Gilt es jetzt mal ein bisschen zu erkunden. Und zwar auf dem Seewege, würde ich mal sagen. Und ich musste mich eines Trickes bedienen, die auch Bisasam in ihren Videos benutzt hat. Und zwar muss ich gucken, wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Da ist es. Und zwar muss ich mir Garn reincheaten. Ich vermute, dass das, wenn man ein Schaf schert und dann Webstuhl und dann. Ja, genau, und dann eine Garnherstellung machen kann mit dem Webstuhl und der Schafwolle. Das heißt, ich möchte ganz gerne erstmal, habe ich genug Holz? Fragezeichen. Gucken wir mal, wie viel Holz haben wir denn? 28. Ich glaube, das reicht für das, was ich ganz gerne machen möchte. Und zwar werde ich mal runter zum Strand gehen. Hier haben wir nochmal. Ah ja, hier haben wir nochmal was zu fällen. Und ihr habt gesehen, jetzt positioniert sich der Protagonist direkt nah an die Palme. Wieder keine Lianen. Oh, die Lianen sind so unheimlich rar gesät. Ich habe nämlich im Verlaufe meines Offscreen mal festgestellt, dass unheimlich wenig Lianen da sind. Jetzt kommen wir eigentlich zum Eigentlichen hin. Und zwar möchte ich ganz gerne, ihr werdet es wahrscheinlich ahnen, ein Bötchen bauen. Was für Boote können wir bauen? Nur ein Floß. 20 Holz haben wir und Garn werden wir auch genug haben. Und bums, da ist es. Und es gibt einen gleichen neuen Eintrag mit den Infos. Gucken wir doch gleich mal nach. Und da steht die Steuerung von Booten. Das sollte man auch mal durchlesen. Ist eigentlich sehr gut und sehr verständlich gemacht. Also, Sechsen, um ein Boot fahren zu können, fischen zu können, musst du es so weiter und so fort. Also, dann packen wir uns das Bötchen. Kann ich entweder mit dem Boot fahren, indem ich halt eben die Aktionstaste drücke. Das möchte ich nicht. Das geht auch noch gar nicht, weil ich muss das Boot nämlich erstmal aufnehmen. Hoch auf meine Schultern nehmen und so weit zu Wasser führen, dass ich gerade im Schwimmmodus bin. Drücke ich nochmal Numpad 4. Gut, okay, gluck, gluck. Das ist nicht so schlimm. Dann schwimme ich wieder an den Strand. So, und wenn das Boot dann gehighlightet ist, hoffe ich doch. Genau. Dann mit der Aktionstaste draufgehen und ich kann mit dem Boot fahren. Ein Fischernetz auswerfen kann ich noch nicht, oder kann ich das? Nee, ich habe noch keins genäht. Dann wollen wir mal ein bisschen fahren mit dem Boot. Boah, das ist ein Speedboot hier. Hauer, hauer. Okay, einfach mit der Maus steuern.
gucken, was passiert, wenn ich da... Ups, da geht es ein bisschen zu viel rein. Gucken, kann ich noch weiter rein? Oh, das klippt ein bisschen durch. Das ist aber eh nicht so schlimm. Vielleicht muss man da noch was machen. Und mit F1 kann ich natürlich die Bootsfahrt auch wieder beenden. Aktionstaste, Boot fahren. Dann kommt das Menü und ich kann mit dem Boot fahren. Ja, dann wollen wir mal an eine andere Stelle gehen und dort mal anlanden. Ich finde das natürlich sehr, sehr schnell. Aber ist auch ganz gut so, damit das nicht so lange dauert. Ist ganz gut. Geht's hier noch irgendwo rein? Nö, geht das hier nicht. Ah, hier können wir anlanden. Das ist doch schön. Was haben wir denn hier? Ach ja, hier war ich schon mal und habe mir noch ein bisschen Ressourcen hingelegt. Holz zum Beispiel. Wo komme ich denn hier hoch? Nee, komme ich nicht. Dann erkunden wir mal ein bisschen weiter die ganze Insel oder drum, was drumherum ist. Schauen wir mal. Yep. Oh cool. Wenn ich harte Kurven mache, kann sein, dass das ein bisschen so sich neigt. Aha, wenn ich seitlich mich bewege, dann wird das Boot auch bewegt. Und wenn ich springen drücke, okay, dann passiert das. Gut, jetzt haben wir dann, oh, hier haben wir ein bisschen Strand. Mal gucken, was uns hier erwartet. Mal abspeichern. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, da ist ein Beispiel, da steht, ich bin total erschöpft und irgendwas wurde halbiert. Da gucken wir doch mal nach. Da steht minus 7 bei der Stärke und minus 7 bei Geschick. Kein Problem, wir werden uns natürlich erstmal schlafen legen. Dann müssen wir noch ein bisschen was trinken, aber gucken wir noch mal hier ins Charaktermenü und alles ist wieder voll auf da. Dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Naja, Buschwerk, das wäre mir zu gewichtig. Oh, hier haben wir sowas wie einen Zaun. Okay, das war schon auf der Insel drauf. Haben wir hier auch Beeren. Brauchen wir immer. Kokosnuss. Und auch hier eine Palme. Die ist, glaube ich, schon gehighlightet. Nein, noch nicht. Jetzt, wenn da oben drüber Palme steht, dann können wir sie bellen. Ja, keine Lianen mehr. Jetzt gibt es wohl keine Lianen mehr in den Palmen, was ich natürlich ein bisschen schade finde. Oder sie sind seltener. Ich spiele immer noch auf Standard-Schwierigkeitsstufe. Das sieht so aus, als wäre hier schon mal eine Zivilisation gewesen. Oder ob ich nicht... Oder... Ich bin hier nicht alleine, kann auch sein. Gucken, wen haben wir denn hier? Uah. Hilfe! Eine Höhle. Ach, schaut einmal, guck. Gibt es schon mal ein Bett? Kann da sogar schlafen drin. Könnte ich. Möchte ich aber nicht. Ich will mal sehen, was es nämlich da noch für Ressourcen gibt. Da liegt nämlich noch so ein großer Haufen. Natürlich zu unserer Überraschung natürlich. Ja, das ist Heu. Nehmen wir mal mit. Schön. Oh, ich bin ein bisschen lastiger geworden. Hier gibt es noch eine Beere. Ja, dann, ich weiß nicht, was noch weiter auf mich zukommt. Ich lass mal die Beeren außen vor und werde nur einfach mal so ein bisschen rumscouten. Was es hier gibt, hier geht es nämlich hoch. Ja. Schön. Hier gibt es jede Menge Zeug. Hier gibt es auch jede Menge Getier. Moleratz. Ah ja, dann könnte man doch da unten, wo ich angelandet bin, könnte ich doch sozusagen hier meine Basis aufschlagen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Bis ich das gemacht habe, dann werde ich wieder einblenden. Hier gibt es ja jede Menge schöne Ressourcen. Super! So, jetzt habe ich ein bisschen was im Gepäck.
Habe mal hier meinen Stampfer hin transportiert, habe aber schon ausprobiert, dass das so nicht funktioniert, dass ich das einfach aufs Boot hinlegen könnte, weil die bleiben einfach fest stehen. Da brauche ich das gar nicht zu demonstrieren. Ich kann natürlich nur halt eben mein Inventar so weit füllen, dass ich gerade mal nicht überlastet bin. Steht auch unter Belastung. 44 Kilo habe ich geladen und 45 kann ich insgesamt aufnehmen. Links unten steht Temperatur 30 Grad, gefühlt 30 Grad. Mir ist heiß. Okay, wenn wir mal wieder hier mit dem Bötchen fahren. War bis zu diesem kleinen Aufstieg da. Dann werde ich dann halt eben so weit umziehen und alles Mögliche mitnehmen, damit ich mich da in der Höhle da niedersetzen kann. Dann brauche ich nämlich nicht so einen riesen Stein bauen. Moment, wo war das? Das war hier noch nicht. Dann brauche ich kein Steingebäude bauen oder Holzhütten. Und dann kann ich nämlich ganz in Ruhe nämlich auf die Jagd gehen, Früchte sammeln, Erfahrungen sammeln. Herrlich. Wunderbar. Ja. Weswegen ich doch vorher auch das Heu da weggenommen habe, weiß ich nicht. Die Idee kam bei mir ganz spontan. Aber ich habe es da wieder hingelegt. Genauso wie ich jetzt die anderen Rohmaterialien dorthin legen werde. Und zwar hier in diesem Nebenraum. Ja, ihr habt das gerade eben gesehen. Da habe ich alles so einiges aufgehäuft. Aber ich habe da nochmal weitergeguckt. Und wir haben noch so viele Items dazu bekommen, dass wir uns sogar eine Truhe bauen können. Und da gucken wir mal eben. Unter Arbeitseinrichtungen und Möbel bauen. Dann dürfte das unter Regale und Truhe sein. Was kostet hier was? Hier gibt es kleine Truhe ohne Schloss. Dann gibt es eine kleine Truhe mit Schloss. Und dann auch wieder mittelgroße und große Truhen mit und ohne Schloss. Holzkisten und so weiter und so weiter. Aber ich kann, habe ich schon vorher ausprobiert, leider nur eine kleine Truhe ohne Schloss basteln, weil die anderen Sachen brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. So, hier ist auch der Punkt, wie sieht das aus? Gucken wir uns das mal in der Voransicht an. Ja, in der vorigen Version hat es geklappt. Hier sehe ich es nicht mehr, aber egal, wir bauen sie trotzdem. Schön. Bin sogar hier 600 Erfahrung reicher geworden. Wo ist sie denn? Ach, hier gibt es noch einen Steinbruch. Schön. Und in der Truhe lässt sich natürlich auch was einlagern. Die werden wir natürlich jetzt erstmal hier in die Höhle bringen. Das ist klasse. Das ist echt cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich die Truhe jetzt hier absetze, dann kann ich mein ganzes Zeug hier reintun. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wie zum, also, hier zum Beispiel hier diese Kokosnusshälften. Oh, jetzt ist die Truhe weg. Warum ist die weg? Moment, speichere ich mal an einer anderen Stelle. Lade ich noch mal. Ja, da ist sie wieder. Aha, den Effekt kenne ich normalerweise nur vom DX11-Renderer, wenn was verschwindet. Also ist auch dieser Mythos geklärt, dass wenn Sachen unsichtbar werden, der DX11-Renderer ausschließlich dafür verantwortlich sei. Was haben wir denn alles noch? Was können wir denn wegmachen? Ach, wir können den. So, also, kann mich wieder erinnern und ist auch intuitiv. Linke Maus gedrückt halten und den nach links gehen, dann habe ich schon mal die Truhe befüllt. Bin auch wesentlich leichter geworden. Das, was die Nahrungsmittel angehen, was haben wir denn hier noch? Tonklumpen, Steinschleudermunition, Stein. Wie ihr das herstellen konntet, die Steinschleudermunition, der ja bestimmt in Bisasams Videos gesehen. So, zack, zack, zack. Die Steinschleudermunition. Auch rein und die paar Steine. Wie viel kann ich eigentlich in so eine kleine Truhe reintun? Kann das mir jemand verraten? Gut, die lassen wir mal. Sachen, die draußen, diese Natursachen. Und der Umzug geht weiter. Ja, auch ein bisschen gehackt habe ich. Und schon mal ein bisschen hier Buddler-Skill entwickelt. 32 von 100. Und einen starken Schlag kann ich auch schon ausführen. Das heißt also, ich kann sogar bis zu zwei Brocken auf einmal heraushacken. Ja, gut, okay, das ist,
Ich meine, es ist ein bisschen zufällig. Es ist bestimmt zufällig. Schon gesagt, ich bin ja selber dabei, das hier alles herauszufinden. Manchmal klappt etwas, manchmal auch nicht. Gut, okay, das war halt eben die Butler-Animation, die noch ohne Hacke, Spitzhacke in den Händen zu sehen ist. Das ändert sich bestimmt auch. Ja, ich gehe mal wieder rüber und hole meine restlichen Sachen. Ja, liebe Molarat, aus technischen Gründen kann ich dich leider nicht mit ans oder aufs Floß nehmen. Komm mit, funktioniert das dann noch? Weil sie immer noch misstrauisch geguckt hat. Die wird wohl mitkommen, okay. Okay. Ja, dann werden wir ihr mal hier. Ja, das kann ich auch nicht mitnehmen, das ist klar. Liebe Molarat, ich kann dich aber auf jeden Fall in anderer Form mit aufs Floß nehmen. Und zwar fehlt mir nämlich ein Talent. Wo bist du hier? Mal Talente trainieren, besondere Talente lernen. Ich brauche nämlich Fleisch nehmen. Ach ja. Was soll's? Ich muss mal wieder ausgeruhter sein. Das kann alles passieren. Wieso ausgeruhter bin ich doch? Müsste doch eigentlich reichen, oder? Verstehe ich nicht. Naja, gut. Dann machen wir Sonnenaufgang. Stopp. So, nochmal. Besondere Talente lernen. Jawohl, gemeistert. Fleisch ziehen. So, da gibt es auch wieder einen neuen Eintrag eben. Unter Infos, Tierverwertung. Du weißt jetzt nun, wie man Tieren das Fleisch entnimmt. Ja, so schwer es mir auch fällt, liebe Moderat, ich muss leider. Nee, nicht mit der Spitzhacke. Das ist ja ganz fies. Das geht nicht. Da muss ich nämlich mal was anderes nehmen. Und zwar nehme ich unter den Waffen meine Steinbeil. Tja, liebe kleine Moli, tut mir leid. Ich hoffe, ich mach's kurz und schmerzlos. Der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Ganz schnell waschen. Meine Wunden säubern. Okay, ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich mein Learning by Doing auf angesetzt habe. Das habe ich im Menü nämlich auf angesetzt. Und habe sozusagen den Einhandskill ein bisschen angesammelt, um noch zum besseren Verständnis das mal anzugucken. Das kann man nämlich unter dem Punkt Trainieren sehen. Achtung, hier. Zwar Umgang mit Einhandwaffen und ganz unten steht dann hier Einhänderstufe 1, 2 von 30 Lernpunkten. Und das Ganze habe ich auch noch mit Bogen und Steinschleuder gemacht. Da habe ich auch schon 3 Lernpunkte genommen. Und wenn die dann voll sind, dann kann ich vollen Zugriff auf meine Talente haben. Und jetzt nehmen wir mal die Molarat aus. Da haben wir ein rohes Fleisch. Und dann haben wir gleich rohen Schinken. Das ist ja klasse. Das finde ich gut. Ja, auch das haben wir gezeigt. Und so können wir dann halt eben unsere liebe Molarat doch noch mit aufs Floß nehmen. So, wie schon gesagt, Gegenstände gehen nicht mit. Die kann man hier nicht drauf schmeißen. Die bleiben dann fest stehen. Also werden wir jetzt mal wieder schön mit dem Boot zu unserem nächsten Punkt fetzen. Bin ich gut. Und nochmal hüpf. Aber die Animation ist gut. Die ist gut. Die ist echt klasse. Und rüber zu unserer Höhle. Der große Umzug ist jetzt vollzogen. Müssen wir halt eben nochmal eine Hütte bauen. Die Baracke muss ich leider dastehen lassen.
Jetzt können wir die weiteren Sachen wieder in der Truhe verstauen. Was ist denn eine Höhle ohne Feuer? Ich würde mal sagen, wir machen unser Feuerchen mal hier so. Naja, ich kann noch kein Feuer. Deswegen werde ich mich mal erstmal hier ins Helle zuwenden, damit man so einigermaßen sehen kann. Auch in der Höhle ist es sehr dunkel. Ich habe nämlich mich mal mit Holz und mit Stein bevorratet. Und werde jetzt noch mal was bauen. Zwar hier ein bisschen Menschenverstand. Sodele. Und zwar einfache Waffen, Arbeitseinrichtungen, Möbel bauen, Arbeits- und Kocheinrichtungen. So, dann gucken wir mal, wo ist das? Ich habe Lagerfeuer zum Braten von Fisch und Fleisch. So, das braucht nämlich nur 6 Holz und 12 mal Stein. Du bist zu hungrig. Oh. So, nochmal auf den Punkt zurückgekommen. Wie sieht das aus? Hat immer an der Hüfte irgendwie sowas geklebt, wie es aussehen könnte. Es ist jetzt leider weg, aber egal. So, 2 Stunden später. Hier ist unser Lagerfeuer vorbereitet. Das sieht gut aus. Aber irgendwie ist es auch mitten im Weg. Das finde ich doof. Dann nehmen wir es mal irgendwo mit. Und zwar, wo packen wir denn das hin? Ach, das packen wir mal hier hin. Setzen wir es hier ab. Jawohl. Super, klasse. Das Lagerfeuer. Die Feuerstätte da. Wir können ja leider nichts machen, aber es ist schon mal wieder der Held weggegangen. Mal gucken. Ich speichere mal ab und lade nochmal neu. Da ist er wieder. Gut, okay. Wir müssen nämlich noch nach einem Feuergebet Ausschau halten, welches hier unter diesem Punkt zu finden ist. Einen Moment bitte. Und zwar ein Gebet an die Götter richten. So, wir beten vor dem Feuer. Und zwar geht es ein stilles Gebet, die Götter um die Gabe des Sprechens bitten oder die Götter um die Macht des Feuers bitten. Das mache ich aber noch nicht. Ich werde erstmal ein stilles Gebet machen. Mal gucken, was da passiert. Ich? Mhm. Okay, war noch nichts. Betreten wir mal hier dieses schöne große Areal. Und was Sie hier sehen, ist ein riesig großer Baum. Würde ich den jetzt, ups, mal fällen, dann bräuchte ich nämlich ein Kupferbeil. Tja, das heißt, ups, wo bist du denn? Ah ja. Das heißt, ich brauche natürlich wieder mehr Skill und natürlich irgendwelche Kupfervorkommen müsste ich finden. Und hier gibt es wieder jede Menge zu looten. Jedes Menge ist Blattwerk und Mole Rats, die ich mir natürlich auch wieder mal züchten will. Bis hierhin möchte ich es erstmal für diese Folge belassen. Der große Umzug und ein paar Sachen haben wir ja bauen können. Bedanke mich fürs Zusehen, gib mir einen Daumen oder schreibt einen Kommentar. Macht's gut, tschüss.